Gestern jährte sich ja der mutmaßlich staatsterroristische Angriff gegen Nord Stream 1 und 2. Frau Hoffmann, ich wäre jetzt überrascht zu hören, dass das in keinster Form Thema war bei der heutigen Kabinettssitzung. Könnten Sie mir vielleicht kurz darlegen, wieso diese Indifferenz und wann sich das Kabinett das letzte Mal mit der Thematik Zerstörung und Aufklärung des Nord Stream 1 und 2 Anschlags beschäftigt hatte? Also erstens kann von Indifferenz nicht die Rede sein. Natürlich sind die zuständigen Ressorts mit der Materie ständig beschäftigt. Es ist ja allerdings so, dass die Ermittlungen, die seit dem Anschlag laufen, sowohl in Deutschland als auch in Schweden und Dänemark, bei uns hier in Deutschland jedenfalls Sache des Generalbundesanwalts und nicht des Kabinetts sind. Und er ist dort zuständig, er ist der Herr des Verfahrens und insofern ist es zunächst einmal seine Angelegenheit. Zusatz? Ja, ich hatte ja nicht gesagt, dass Sie die Ermittlungen übernehmen sollen, sondern ob Sie sich informieren über den Stand der Aufklärung. Aber wir sind ständig informiert über den Stand der Aufklärung, ständig. Eine zweite Frage. Ebenfalls gestern hat der Investigativjournalist Simon Hirsch ein neues Stück veröffentlicht und darin sagt er unter anderem: Der deutsche Regierungschef galt damals und gilt heute noch bei CIA-Mitgliedern als voll im Bilde über die geheimen Pläne zur Zerstörung der Pipeline. Da würde mich interessieren, könnten Sie das in dieser Form vollumfänglich dementieren oder bestätigen? Wir äußern uns ja zu derartigen Presseberichten überhaupt nicht. Also wir bestätigen das nicht, wir dementieren es auch nicht, wir äußern uns auch nicht. Das wäre ja auch gerade bei dieser Materie sehr merkwürdig, wenn wir da uns zu jedem Bericht, der da irgendwo erscheint, noch positionieren würden. Ja, der Bericht hat es ja schon in sich, ob Olaf Scholz informiert war über die Pläne, Nord Stream 1 und 2 zu zerstören, ja oder nein, hat ja schon eine gewisse internationale Relevanz. Wir kommentieren solche Berichte nicht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin in der Mitte dran. Bitte schön, zu einem neuen Thema.